Hallo, hier ist dieser Paul mit dem Thema Sonic Pi. Sonic Pi, hier treffen sich Musik und Programmierung. Sonic Pi ist ein Programm für junge, kreative Menschen für die Programmierung von digitaler Musik. Sam Aaron hat Sonic Pi ein kostenloses Open-Source-Tool mit der Programmiersprache Ruby entwickelt. Der Hauptteil steht unter der MIT-Lizenz. Auf der Webseite sonic-pi.net ist dieses Projekt verfügbar. Momentan steht die Version 2.5.0 für Windows, macOS X und Linux parat. Unter sonic-pi-live-encoding.com findet man einige künstlerische Videos mit Sonic Pi Musik. Bei Raspbian, einem Linux-Betriebssystem für den Raspberry Pi, gehört Sonic Pi neben Scratch und Minecraft Pi zum Standard. Sollte Sonic Pi nicht vorhanden sein, kann Sonic Pi auch manuell installiert werden. Man öffnet ein Terminal und gibt die angegebenen Kommandos ein, zum Beispiel per Menü Zubehör LX Terminal kann ein Terminal gestartet werden. Das sieht dann so aus. Und dann gibt man hier die richtigen Kommandos ein, zum Beispiel wget, um ein Paket herunterzuladen, dann tar, um das Paket zu entpacken. Und dann wird Sonic Pi im Bin-Verzeichnis gestartet. Oder man installiert Sonic Pi mittels Paketmanager. Das sieht man dann hier auf der linken Seite, wie das funktioniert. Man startet auch wieder ein Terminal und dann gibt man ein sudo apt-get update, um ein Update durchzuführen und dann folgt der Befehl sudo apt-get install sonic-pi, um das Paket Sonic Pi zu installieren. Um Sonic Pi zu starten, klickt man unter Bildung auf Sonic Pi. Und so sieht dann die doch recht einfache Oberfläche von Sonic Pi aus. Unten gibt es die Hilfe. Dann rechts ist einmal ein Bereich für das Protokoll. Dann links daneben ist der Editor-Bereich, dort wo man die ganzen Kommandos und Befehle eingibt, und zwar mit verschiedenen Arbeitsbereichen. Oben links kann man dann das, was man programmiert hat, abspielen und auch wieder stoppen. Man kann den Code speichern und wenn die Musik abgespielt wird, kann man die auch aufnehmen. Und zwar wird das Ganze dann in einer WAV-Datei gespeichert. Dann rechts oben sind die Einstellungen. Dann klickt man hier auf den Knopf, dann erscheinen die Einstellungen. Man kann die Hilfe ein- und ausblenden und man kann die Schriftgröße verändern, einmal verkleinern und auch vergrößern. Zum Schluss kann man nur noch sagen, es ist sehr empfehlenswert, sich die Hilfe, die es in Englisch und Deutsch gibt, Punkt für Punkt durchzulesen und die einzelnen Befehle und Kommandos, die dort erklärt werden, auszuprobieren. Das war User Paul von OpenScreencast. Ciao und viel Glück!